Hallo Neuhaus, wir haben gerade schon drüber gerätselt. Wer freut sich jetzt mehr über diesen Punkt? Wahrscheinlich sind es die Mainzer, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Wir gehen 1-0 in Führung, hören dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen auf, Fußball zu spielen, haben uns dann ein bisschen dem Spiel angepasst. Viel zu viele lange Bälle, die wir dann auch nicht festmachen konnten. Mainz hat dann immer mehr Druck aufgebaut und ich glaube am Ende verdient den Ausgleich gemacht, aber wir haben uns für das Auswärtsspiel heute mehr vorgenommen. Ist so ein bisschen die Frage, warum hat man sich das so aus der Hand nehmen lassen? Ja, ist eine gute Frage. Wir müssen das auf jeden Fall analysieren. Ich glaube, ganz wichtig wäre es gewesen, weiter Fußball zu spielen, das Spielfeld breit zu machen und dann einfach mutig den Ball laufen zu lassen, auch wenn Mainz mit noch mehr Tempo, noch aggressiver anläuft, hätten wir trotzdem weiter den Spielaufbau forcieren müssen und nicht so einfach die Bälle langschlagen und dadurch Mainz so die Chance zu geben, Welle um Welle aufzubauen. Für Sie war es ja so ein bisschen ein Kaltstart, sind dann reingekommen, für wenig verletzt. Hat dann gut ausgesehen, ne? Das erste Saisontreffer. Der hat persönlich schon ganz gut getan, oder, in dieser Saison? Ja, das war ein super Gefühl für mich. Es freut mich umso mehr, dass es dann doch so ein Tor war, wo es nicht ganz auf die fußballerischen Fähigkeiten ankommt, sondern den Willen und die mentale Stärke einfach durchzulaufen. Das war wichtig für mich in den letzten Wochen und es ist umso schöner gewesen, heute zu treffen. Wie ist denn Ihre Situation? Also zufriedenstellend ist sie nicht, oder? Nee, ist nicht ganz einfach für mich. Ich habe mir über 3 Jahre viel aufgebaut, denke ich. Ich habe jetzt selber gemerkt, wie schnell es im Profifußball gehen kann. Ich hätte mir vielleicht auch ein Stück weit mehr Rückendeckung des Vereins gewünscht. Ist wahrscheinlich im Profifußball ein Stück weit Wunschdenken. Ich akzeptiere das. Ich will einfach weiter Gas geben im Training. Ich bin im engen Austausch mit dem Trainer. Er attestiert mir gute Trainingsleistungen. Ja, und ich will mit guten Leistungen auf jeden Fall wieder zurück in die Mannschaft. Dann würde ich sagen, schnell ab zur Nationalmannschaft. Dankeschön, Florian.